Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Wario Land 2 und wir waren hier abgestorben bei diesem tollen. Ey, Wario, das finde ich nicht lustig. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, ich mache mal ein bisschen leiser hier. Mach mal so. Ja, super. Und wie zum Geil soll ich jetzt da durchkommen? Ging es hier draußen noch weiter? Nee, habe ich irgendwas verpennt hier? Ah, man kann da durch. Ja, das ist doch schön. Ja gut, und wie komme ich da oben rein? Achso, ich muss mich platt machen lassen. Schön, komm her. So, jetzt wären wir platt und jetzt muss ich da nur noch irgendwie rauf. Juhu, und jetzt heißt es, wir sammeln Münzen beim Runterfallen. Und gehen weiter. Hässlicher Vogel und hässliche Maus. Ah, komm her. Wow, hier oben ist wahrscheinlich auch noch Münzen. Ja, und wie viele? Jo, gehen wir hier durch. Und hier haben wir wieder so einen komischen Vogel. Oh Mann, ich hasse diese Viecher. Oh, na super, jetzt haben wir noch gefunden hier. Super. Nein, lass mich los, du komischer Vogel. Heißt, wir müssen uns plätten lassen, damit wir da durchkommen. Juhu, gehen wir. Lass mich durch! Und da ist eine Tür. Aber ich glaube, hier gab es irgendwo noch eine Sch den Schatz, meine ich. Nein, das hat nicht ganz funktioniert. Wir nehmen von hier Anlauf und dann funktioniert das. Und das hier müsste die Schatztruhe sein. Genau. Und ich hasse dieses System. Wir playen das und ich habe keine Ahnung. Wir nehmen normal, in der Hoffnung, dass das irgendwie sichtbar wird und ich das dann entziffern kann. Naja, gut, die Ente. Ah, da, die habe ich gesehen. Komm her. Ja, genau, was auch immer. Ah, lass mich los, du hässlicher Vogel. So, und das ist dann die Tür, an die wir reingehen können. Und wir kriegen noch mehr Münzen. Weil wir die brauchen, damit wir das hier benutzen können. Ja, schön. Bringt uns nicht sonderlich viel. Das kann jetzt immer noch die 4 sein. Und aber jetzt kann ich answern, weil es müsste die 1 sein. Genau. Oha, ein neues Teil für die Karte. Toll. So, was kommt jetzt? Defeat the Giant Snake. Also wir müssen eine Schlange besiegen. Klingt nach einem Boss auf jeden Fall. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier aber. Und diese Fenster erinnern mich irgendwie so ein bisschen an diese Zombies aus den Wario-Land-Teilen, die ich bisher gespielt habe. Also habe ich da gerade so ein bisschen
Angst vor, weil ich diese Viecher überhaupt nicht leiden kann. Ah, da ist er ja. Na, super. Ah, gut. Und hier kann man auch nicht mit dem Viech springen. Ich will aber noch mehr Münzen haben, also gehe ich dann nach oben. Weil ansonsten bringt uns das ja nicht sonderlich viel, wenn wir keine Münzen haben, mit der wir die Schätze etc., was weiß ich, alles freispielen können. Da ist eine Tür. Gehen wir rein. Was ist in dieser Tür? Noch eine Tür. Ach, und das ist schon die Boss-Tür auf jeden Fall, tippe ich mal, weil das sieht so aus wie eine Boss-Tür. Oh nein, Wario, ich wollte doch gar nicht durch die Tür gehen. Geh wieder raus. Gut, dann hätten wir die schon mal gefunden. Ach man, hilf doch einfach schneller, Wario. Dab, 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 dam. Nein, scheiß Zombie, geh weg. Ja, super. Oh, ich hasse jetzt. Aber da ist eine Tür. Hey, gut, und die hätte ich ohne den Zombie nicht gefunden. Das ist schon mal schön. Ja, super. Select Speed, wir nehmen wieder den Normal Speed, weil ich, ne, weil ich dann halt hoffe, dass ich das dann halt immer noch mal halbwegs sehe. Aha, was bist du? So ein Schleimklumpen. Komm, sag an. Ah, da hinten war er. Gut. Komm her. Ein Handschuh. Bringt der mir irgendwas? Nee. Aua. Naja, dann gehen wir doch mal zum Bossgegner. Von dem ich, glaube ich, schon weiß, welcher es ist. Ich kann es mir zumindest denken. Ja, genau. Ich weiß nicht, woher ich diesen Endgegner kenne, aber ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Hey, komm her. Stirb. Das war's schon, das ist ja langweilig. Gut, damit hätten wir auch den ersten Boss besiegt. Ja, wir spielen wieder eine Runde. Ja, das bringt uns nicht sonderlich viel da. Das bringt uns wiederum schon mal wieder einiges. Weil das müsste dann theoretisch wieder die 1 sein. Genau. Weil keine andere Zahl oben links in der Ecke weiß hat. Außer die 1. Was passiert jetzt? Achso, Wario hat jetzt gemerkt, dass sein Geld weg ist. Und jetzt macht er sich auf den Weg. Super. Oha. Genau, jetzt sind wir in Chapter 2 auf der SST Cup, die wir noch aus dem letzten Teil kennen. Und jetzt müssen wir die Henne zu ihrem Nest zurückbringen. Aua, aua, au. Was zum Geil bist du denn? Geh mal hier rein. Was ist hier? Oh, Geld.
Alles meins. Wow. Dieses komische Vieh da oben, ey. Warum gibt's die hier überall? Oh Mann, warum? Oh Mensch. Ich hasse dieses komische Kantendingens. Diese komischen Kanten, auf die man sich nicht ducken kann. So. Aha. Geh weg, du komischer Hahn. Gut, dann ist die Episode hier auch wieder zu Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.